Nach dem Bühnenlustspiel von Rudi Strahl ein irrer Duft von frischem Heu. Heidnisches Blendwerk und finsterer Aberglaube. Zum Teufel damit im Zeitalter des dialektischen und historischen Materialismus. Nicht nur Pastor Himmelsknecht wettert gegen Matthes Matthias, von dem man munkelt, er habe das zweite Gesicht. Auch Genossin Dr. Unglaube, frisch von der Uni, will unbedingt den Wundern des Parteisekretärs auf den Grund gehen. Auf eine andere Art versucht es ein Abgesandter des Vatikans. Ich bin nur damit beauftragt, einem Mirakel nachzuspüren. Wundern, vor denen selbst Matthes Matthias erschrickt. Kein Wunder ist es bei der Aufklärung von Wundern, dass das Wunder der Liebe von beiden vielleicht entdeckt wird.